Wir befinden uns heute hier in der Bezirksstelle Lüneburg der Ärztekammer Niedersachsen. In dieser Bezirksstelle arbeiten drei hauptamtliche Mitarbeiter der Ärztekammer. Das ist der Geschäftsführer Timo Schwarz und Frau Heuer und Frau Hehl als Mitarbeiterinnen, die sich um die vielen Angelegenheiten kümmern, die hier anfallen täglich. Ich bin selbst niedergelassener Internist und arbeite in einer großen internistischen Gemeinschaftspraxis in Uelzen. Wir haben 11 Bezirksstellen in Niedersachsen. Und es ist ein großes Glück, dass wir so regionale Anlaufstellen auch für unsere Mitglieder haben. Die Mitglieder sind ja alle Ärzte, sowohl die im Krankenhaus wie im öffentlichen Gesundheitsdienst, wie auch eben die ganzen niedergelassenen Ärzte. Und wir regeln sozusagen vor Ort die Fragen, die auftreten. Und vor allen Dingen sind das Fragen einmal zur Fortbildung. Wir regeln auch viele Fortbildungen, wie wir ja pharmafrei und überhaupt sponsoringfrei veranstalten im Bezirk. In den einzelnen Ärztevereinen jeweils organisiert, aber durch den Bezirk dann veranstaltet und auch mit großer Unterstützung eben hier dann durchgeführt. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir zu Fragen der Weiterbildung hier vor Ort natürlich auch immer zur Verfügung stehen. Das ist ja eine der Hauptaufgaben der Ärztekammer überhaupt, die Weiterbildungsordnung auch selber zu definieren. Wir sind ja als Selbstverwaltung, das ist ja das Tolle, wir sind ja eine Körperschaft öffentlichen Rechts, damit verwalten wir bestimmte Aufgaben, die eigentlich der Gesetzgeber sonst machen würde, selber in eigener Hand, weil der Gesetzgeber glücklicherweise erkannt hat, dass das besser ist, das in kompetenter Hand zu haben, als Sachen zu regeln, über die sie selber eigentlich gar nicht so genau Bescheid wissen. Und Weiterbildung findet ja vor Ort statt. Und in den Krankenhäusern natürlich, aber auch in den Praxen und zu Fragen der Weiterbildung und stehen wir eben dann auch zur Verfügung. Der Kontakt ist wichtig, aber er ist leider nicht so eng, wie er sein sollte und könnte, weil ich glaube, dass die Mitglieder häufig gar nicht wissen, was die Ärztekammer ist. Das ist ein großes Problem. Ich selber habe das auch lange nicht gewusst und fand eigentlich Ärztekammer hauptsächlich lästig und blöd, musste Beiträge zahlen in der Pflicht, ohne dass ich mich dagegen wehren konnte. Und habe immer das Gefühl gehabt, die sitzen in so einem großen Gebäude da in Hannover, im riesen Glaspalast, da wird viel Geld ausgegeben und für was eigentlich? Und wenn ich dann irgendeine Prüfung habe, dann muss ich möglicherweise noch Geld dafür ausgeben. Und ich glaube, diese Frage, was ist das eigentlich, hat mich auch dazu geführt, ehrenamtlich tätig zu werden. Und ich habe gemerkt, dass die Ärztekammer eigentlich ein riesiges Glück für uns Ärzte ist, weil wir die Möglichkeit haben, über die wesentlichen Dinge, die uns angehen, selber zu bestimmen. Wir bestimmen selber, was es eigentlich heißt, einen freien Beruf ausüben zu können und auszuüben. Und wir haben auch es in einem großen Maße, finde ich, in der Hand, auch in zukunftsweisende Weichen zu stellen, damit uns diese Berufsfreiheit auch erhalten bleibt. Ich wünsche mir, dass die Ärzte, auch die nachfolgenden Ärzte, mehr begreifen, dass die Ärztekammer für sie ein Schatz ist und auch mehr begreifen, dass unser Beruf was sehr Besonderes ist, was in seiner Wertigkeit es zu erhalten, unheimlich wichtig ist.